Ihr habt es geschafft. Ixanun erklärte mir den Plan. Wir verschaffen euch so viel Zeit wie möglich. Oh nein. Do-Yuhan kannte den Plan und weihte seine Krieger ein. Schnell, sie dürfen den Altar nicht erreichen. Wir halten hier die Stellung. Geht ihr voraus. Beeilung. Ich will nicht mehr weglaufen. Ich stehe meinen Mann, bis ich falle. Unsere Verbündeten erreichten uns, dank euch. Ich bin stolz auf euch, Jian Zheng. Ixanun bereitet schon das Tor vor. Do-Yuhan verriet uns, aber er kennt unsere Absichten. Los, warnen wir die anderen, sofort! Schnell, die Kommandantin braucht uns. Also steckt Jin So-Yun dahinter. Oh. Bleib zurück. Jura. Do-Yuhan, was habt ihr getan? Schweigt, Heuchlerin. Wir wissen, wer ihr wirklich seid. Prinzessin des Talos-Reichs, Yuha Fei. Ihr habt uns den Krieg aufgezwungen. Wir wollten nur Frieden, doch ihr wolltet Blut sehen. Wer hätte gedacht, dass unsere Anführerin die Tochter des Feindes ist? Hat es euch Spaß gemacht, uns sterben zu sehen? Das stimmt so nicht. Ha! Haltet uns aus euren Familienproblemen heraus. Niemand will grundlos sterben. Fräulein Jura, ich wusste, ihr würdet kommen. Bitte helft mir. Oh, ein großes Wehwehchen. Keine Sorge, ich kümmere mich schon darum. Jetzt wird es euch besser gehen. Für immer. Was? Oh!
Mein Sohn! Wo ist mein Sohn? Hinter euch. Ihr habt meine Mutter getötet. Ich bestrafe euch im Namen der Lin von Leuchtstein. Wie fühlt es sich an, wenn die Welt auf dem Kopf steht? Kinder, die ihre Eltern ermorden. Ganz normal in dieser verkommenen Welt. Du Miststück! Nun ist tot. Nun haltet euer Versprechen. Seid unbesorgt. Euer Volk soll für immer frei sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Überzeugt euch selbst. Gebt euch nicht der Finsternis hin. Das Spiel ist aus, Prinzessin. Kehren wir zum Palast zurück. Damit kommt ihr nicht davon. Nutzlose Kreatur. Ich habe euch so viele Gelegenheiten geboten. Ihr seid wohl doch nicht für Höheres bestimmt. Na dann los, grüßt euren Meister von mir. Bürgermeister! Ilzim geht nicht. Was? Chinzoyun hat alle Bewohner zu Dämonen verwandelt. Nein, das kann nicht sein! Was geht hier vor? Was? Wieso? Bald bin ich auch einer von ihnen. Doch zuvor müsst ihr mich anhören, Ilzi. Ja. Ihr habt einen Vater. Ixanun, Weltenwanderer. Was? Solltet ihr ihn treffen, Ilzi, behandelt ihn gut. Wendet euch nie von eurem Vater ab. Ah!
Kinder, die ihre Eltern ermorden. Ganz normal in dieser Welt. Was habe ich getan? Wart ihr so lange? Ich musste mich noch hübsch machen. Sehnt ihr euch nach Vergeltung an, Jinsuyu? Darf ich mich vorstellen? Wie euer Meister bin ich einer der vier Großmeister. Ich bin Mushu. Ich verfolgte eure Reise, Meister Hong, Ixanun. Sie waren mir lieb und teuer. Es tut mir leid, dass ich ihnen nicht helfen konnte. Wie Ixanun war ich ein Opfer von Jinsuyuns Zorn. Ich brauchte lange, um meine Stärke zurückzuerlangen. Das Mal der Schwarzrose verdirbt eure Seele. Euch fehlt die Stärke, um die Dunkelheit auszutreiben. Wird dagegen nichts getan, wird sie euch von innen zerfressen. Ihr werdet einen schrecklichen Tod sterben und ein Diener des dunklen Reiches eurem Leichnam entsteigen. Wer rächt an euren Meister? Wie viele Freunde habt ihr hilflos sterben sehen? Wie oft habt ihr anderen geholfen, ohne selbst je Hilfe zu erhalten? Wie oft wurdet ihr trotz all eures Trainings einfach beiseite geschoben, während Unschuldige wegen Jinsuyun gelitten haben? Solange dieses Mal euch beherrscht, hat Jinsuyun Macht über. Lasst das nicht zu. Bezwingt die Dunkelheit in euch. Solange ihr Licht und Dunkelheit in euch tragt, bleibt ihr schwach. Schüttelt eure Fesseln ab und erfahrt wahre Macht. Die Hongmun-Künste haben versagt. Kommt mit mir, lasst uns gemeinsam Rache nehmen.
Der Weg der Hongmun konnte eure Freunde nicht retten. Schwört ihm ab. Um sie zu rächen, müsst ihr eure Schwäche zu Stärke machen. Werdet ihr die Dunkelheit akzeptieren? Alles tun, um eure Rache zu bekommen? Der Weg zur Rache duldet weder Zögern noch Schwäche. Wenn ihr zögert, sind eure Freunde umsonst gestorben. Ihr werdet den Pfad von Hongmun verlassen und die dunklen Künste erlernen. Und gemeinsam werden wir Rache nehmen. Überrascht.